Heyo und willkommen zurück zu Watch Over Christmas und ja, wir brauchen tatsächlich einen Behälter für das Gelumpe und das soll wohl beim Taylor, also beim Schneider sein, aber nicht hier, sondern im Krampustorf. Wo ist der Schneider? Das ist nicht der Schneider. Muss der hier sein? Da ist er. Ha. A set of drawers, one after the other. I bet all sorts of personal items are stored here. Ja, kann ich das einfach reinpacken? It won't have any effect. Okay. I'm having second. Let me see. What if I. Nah, it won't work. Warum nicht? Jetzt ist einfach in die Socken gestopft. That was almost a good idea. Almost. On second thought, it seems. Okay. Ja, Spiegel, das bringt mir nichts. Nimm, Strumpf. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich einfacher. Yes, that would be a perfect container for the soil mixture. Ja. Und jetzt kann ich den natürlich auch an die Angel hängen. Attaching the soil mixture to the fishing rod, I'll be able to sink it wherever I want. Ja, oder da, wo das Spiel will. Das wäre natürlich noch besser. Und zwar hier. Jawohl. Wow, that was an ultra fast freezing. Nice. Okay. Who would have thought? I managed to get the soil mixture frozen. Es ist beeindruckend, aber ich muss sie auch noch einpflanzen. Muss ich das dann wieder im Gewächshaus der Mutter machen? Ich glaube ja. Aber wir haben noch was. Und zwar im Office. Das war nämlich noch nicht alles, was zu finden war. Das war nur ein kleiner Teil mit dem Papier. Und für den Rest gibt es auch nicht wirklich einen Hinweis, so schrieb der Dude das auf jeden Fall. Außer, dass diese Platte hier vielleicht ein bisschen anders aussieht. Hey, what was that? Hmm, what is this? It reminds me a lot of the puzzles we play for fun at the space camp called Spot the Odd One Out. Ein Lolli, ein Hähnchen, ein Kürbis, Kekse und Milch und Muffin. Ja, der Kürbis passt nicht rein. Ah, okay. Finde den Fehler. Handschuhe passt rein, die Stiefel passen rein. Ein Säckchen, Mütze, dann würde ich mal sagen, der Gürtel? What? Das, weil das Paket nicht schließt? Nothing happened. Okay, das war's nicht. What is this? Das da und da, dass hier alles Streifen und Kreuze sind. Also längs und quer ist schräg falsch. Nothing happened. Okay. Ja, ja. So, so. Ein bisschen Try and Error. Nothing happened. Ja, okay. Das kommt mir nämlich logisch vor. Das kommt mir auch noch logisch vor, auch wenn der Weihnachtsmann sowas trägt. Und das Kreuz markiert die Stelle. Nothing happened. Ah, nee, das hatte ich ja schon. Ich bin vielleicht doof. Das da und das da und das da. Nothing happened. Okay.
Das wird doch wohl nicht tatsächlich das letzte sein. Das hatte ich. Nee, eigentlich hatte ich alle. Okay. Nothing happened. Das ist jetzt ein bisschen blöd. A cylinder with a series of five strange symbols. Ja. What is? Hier könnte es aber auch was anderes sein. Was ist, wenn ich das hier mache? Dann komme ich da trotzdem hin. Nothing happened. Das ist jetzt blöd. What is? Also Kürbis ist mir klar. Den trägt eigentlich auch der Weihnachtsmann. Handschuhe genauso und ein Säckchen ist eigentlich auch Weihnachtsmann und Mütze auch und Schuhe auch. Also eigentlich alles. Also nichts, was nicht... Ja, das halt am wenigsten. Aber wenn ich dann, egal welchen davon drücke, ist halt falsch. Nothing happened. Das ist ja blöd. Ja, da passiert natürlich nichts mehr. Oh, Kacke. Das ist jetzt richtig Kacke. Da es da keinen Hinweis zu geben scheint. Muss ich wohl oder übel Santa Sack. Ja, das ist nett. Ja, aber auch keine Handschuhe und nichts. Sonst hätte ich gesagt, mal hier so im Raum umgucken oder so. Aber es ist einfach kein Hinweis da. Socken. Ha. Ha. Ja. Ja, wir machen hier mal einen ganz kurzen Cut. Ich muss einfach nochmal nachschauen. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und ja. Hier war ich schon richtig. Hier soll es der Sack sein, weil hier geht es um das Thema, was man tragen kann. Also klamottentechnisch. Und, naja, einen Sack könnte man auch tragen, aber halt nicht als Klamotte. Und hier... Two Lines. Das müsste eigentlich das sein, oder? Jawohl! Ja. Zieh am Hebel. Nice. Zuckerstange. Das hoffe ich auch. Untersuche den Safe. Ah, und hierfür ist die Papierscheibe, weil hier ist auch hier der Pfeil. Ja, so ist dem. Ich brauche nochmal das Papier. Warum kann ich das Papier von hier aus nicht öffnen? Moment. Wo ist es denn? Aha. So knapp unter der Mitte. Bisschen rechts oben und ganz links oben. Mhm. Okay. So, knapp unter der Mitte. Das ist ja jetzt doof. Und welche Symbole sollen da sein? Ach so. Linie. Hier grüne Linien sind. So.
Nein. Das ist schon mal nicht. Dann vielleicht, weil die Linie so geht? Nein. Okay. Ist halt aber auch nicht auf dem Punkt, oder? Nein. Knapp unter der Mitte. Da und da. Aber das haut nicht hin. Okay. Das sind alles Weihnachtssymbole, ne? Ja. Kekse, Geschenke. Ja, schön. Das hilft mir aber so übel null. Das hier ist auch der Marker. Hier ist eine Linie. Das ist vielleicht sogar tatsächlich die Linie. Und dann haben wir die drei Löcher. Dass die Linie ist. Dann haben wir Zuckerstange. Zuckerstange, Reh und Huhn. Okay. Zuckerstange, Reh. Ja. Ja, nimm. Tada. Und dann haben wir alles. In der Zwischenzeit. Sehr schlecht für mich. Kann ich die Tür jetzt wieder aufmachen? Okay. Ja. Ja. Muss ich das Ding da wieder reinstecken? Ja, ich hätte das gedacht. Okay, jetzt muss ich aber das noch einbuddeln. Ja, bei Mutti im Dings, ne? Im Gewächshaus, theoretisch. Was sagt er denn dazu? Okay. Dann muss ich nach Hause. So, Nordwand. Wo ist denn bitte Norden? Hä? Wo bitte ist Norden? In der Nähe der Nordwand. Kann ich da nicht mehr rein? Oder?
Doch. Ja, hier kann ich nichts pflanzen. In der Nähe der Nordwand. Schaufel. Ja, ist ja gut. Wo ist denn bitte eine Nordwand? Ich habe hier ja auch keinen Boden wirklich. Die ist zu. Versuch was wert. Okay. Sagte mir was mit dem Klotz. Okay. Ja, aber nur fast. Ja, versuch was wert. Ansonsten habe ich hier nichts. Ah, da. Schau an, Boden. Nee, nicht anschauen. Hier. Direkt ein Loch buddeln. Ja, sehr gut. Und rein damit. Ja, okay. Gut. Und nun? Eigentlich schon. Klack, klack, kratz. Ui. Das ist schon sexy. Okay, jetzt brauche ich bestimmt noch mal die Schere. Oder auch nicht. Ja. Und wie komme ich da jetzt an das, was ich möchte? Ach ja. Hing da an der Seite. Konnte ich nicht sehen, stand ich halbwegs davor. Ja.
Hinterhältiger Sack. Natürlich, Schwesterchen. Ein paar Minuten später. Noch ein paar Minuten später. Noch weitere Minuten später. Ja, Kapitel 4, Gefängnisausbruch. Ja, wir sollten hier raus, bevor wir so aussehen wie der da. Ja. Wow. Aha. Ja, toll. Wir nehmen das Kopfkissen. Was ist das da? Schimmel. Ja, möglich. Was haben wir hier noch? Kugel und Kette. Kann ich es einfach nehmen? Es ist ein Skelett. Du kannst einfach einmal dran ziehen. Dann fällt es auseinander. Du sollst damit nicht rumspielen. Du bist gerade völlig nutzlos. Ja. Ui. Ich würde sagen, es hat funktioniert. Ja, aber wer weiß, wofür man es noch gebrauchen kann. Nee, ja, nicht so. Kerze. Verstehe. Wie wär's denn hiermit? Warum? Es ist schwer. Na gut, andersrum? Ja, ist ja gut. Warum?
Okay, ach, die Kette geht hier und dann ist da die Kette. Okay. Ja. Ich denke auch. Okay, ich habe eine Kette. Inwiefern hilft mir das jetzt? Kann ich die ja dran binden? Okay. Hau das mal gegen die Wand. Und gegen Kronleuchter? Ah ja. Abrissbirne? Ja, bitte nochmal. Und nochmal. Sieht gut aus. Okay, ich kann das halt unendlich weitermachen. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung sogar, dass der Kronleuchter noch runterkommt. Aber naja. Nee, die Katze ist einfach nur hässlich. Okay, was haben wir denn hier? Nimm Stroh. Okay. Statue, Prison Cells. Ja. Und da ist der Türmechanismus. Aha. Ob mir das so viel bringt? Ja. Die wäre wichtig zur Orientierung. Ja, ist ja gut. Ah ne, hier, zieh mal dran. Oh. Nice. Ja, ist ja gut. Ja. Was ist das da? Noch eine Kerze. Jetzt habe ich zwei Kerzen. Das ist begeisterungswürdig. Bin ich sicher, ob ich dem helfen will. Bin doof, oder? Ja, ich bin doof. Ja, nun. Weil ich so unendlich doof bin, habt ihr auch jetzt erst wieder Bild. Ist es nicht toll?
Da habe ich noch direkt ein Geschenk dazu gefunden. Das ist natürlich richtig blöd gelaufen. Was haben wir hier noch? Ach, hier so ein Bildgucke-Dings. Oh, okay. Das ist nice. Eine Barbie. Und, naja, eine Hello Kitty. Aber hier fehlen mir trotzdem noch zwei. Naja, wie dem auch sei. Ich hab's verkackt. Ich hab's richtig verkackt. Ist es nicht toll? Ist es nicht fantastisch? Ja, also ihr konntet mir natürlich jetzt schön zuhören. Mit schwarzem Bild. Ja, also, Ich habe das Rätsel gelöst gehabt. Und naja, als ich zurück war, war La Befana verschwunden. Ich wurde niedergeschlagen. Und hier ist der kleine Teddybär ist losgezogen. Und hat meine Schwester benachrichtigt, die gute Zoe. Und dann wachte ich hier auf. Die Szenen dazwischen und alles drum und dran, ja, die habt ihr bildgewaltig nicht. Ja? Das ist fantastisch. Und ich habe mit dieser Kugel dann halt die Wand hier aufgebrochen, hab den hier zerlegt. Das war eigentlich mal ein ganzes Skelett. Bin hier der Katze begegnet und hier bin ich nun. Ne? Das ist das, was passiert ist. Grob zusammengefasst. Ihr hattet das in einem wunderschönen Schwarzbild. Das ist super. Das ist einfach nur super. Weil ich schlau bin. Dann möchte ich aber auch an dieser Stelle einfach mal frech diese Folge beenden. Ja. Na gut. Immerhin, mein Upload wird sich darüber freuen, denn schwarzes Bild, das wird eine recht kleine Datei, die da mal schnell hochgeladen wird. Ja, gut. Dann muss ich trotzdem sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen dabei sein. Ach ja, und hier, diese Karte haben wir gefunden. Ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen dabei sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo hoffentlich... Warum ist die Katze jetzt plötzlich wieder da? Die wechselt ständig ihren Platz. Das ist nice. Ich nehme mal die Kerze noch. Jetzt ist die Katze abgehauen. Das ist äußerst interessant. Na gut, und der Dude hat uns angequatscht, mit dem wir dann gleich quatschen werden. Ja. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen dabei sein und wir sehen uns dann halt in der nächsten Folge wieder, die dann halt, ja, ne, ein bisschen mehr als nur ein paar Minuten Bild haben wird. Es tut mir wirklich leid. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Attention.